Das ist jetzt mal eine ganze Reihe an unterschiedlichen Stoffbinden, die mittlerer Stärke und Größe sind. Oft werden sie auch als Stoffbinden für den Tag oder Stoffbinden Midi, Regular, Regular Plus benannt. Wie du das jetzt natürlich benutzt, ob du die auch für jeden Tag benutzt, wenn du zum Beispiel eine leichte Blasenschwäche hast, das bleibt natürlich immer dir überlassen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Slip-Einlagen und den Stoffbinden? Du kannst es hier schon mal sehen. Diese Slip-Einlage ist wesentlich kleiner, meistens auch schmaler und sie ist natürlich auch wesentlich dünner. Wenn du diese Stoffbinden benutzt in der mittleren Stärke, haben sie meistens zwei Lagen im Saugkern innen drin. Welche Stoffarten gibt es jetzt? Das ist sehr unterschiedlich und hängt so ein bisschen von deiner Vorliebe ab. Das hier wäre zum Beispiel ein Flanellstoff, der an der Haut direkt liegt. Flanell ist immer so ein kleines bisschen aufgeraut. Es kann aber auch sehr gut sein, dass das ein glatt gewebter Baumwollstoff ist, der an der Haut liegt. Manche bevorzugen ein Muster, das eben dann an der Haut liegt und was dann eben auch, ja, wo die, wenn Flecken dann bleiben, nach dem Waschen der Stoffbinde, wenn dann Flecken da bleiben, dann fällt das oft nicht so auf. Und andere sagen, nein, ich möchte nur was Ungebleichtes, möglichst hell an der Haut haben. Dann wählst du eben so einen Stoff. Es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Kunstfaser, ein Mikrofaservlies direkt an der Haut liegt. Das hat dann den Vorteil, dass diese Schatten eben dann kaum zu sehen sind. Auf der anderen Seite musst du darüber bewusst sein, es ist eine Kunstfaser und das Gefühl, dass du dann, ja, das ist ein eher schwitziges Gefühl. Es ist hier eben eher gegeben als bei Naturfasern wie Baumwolle oder Hanf. Diese Kunstfasern, die saugen das auch nicht auf, sondern leiten das Blut, die Flüssigkeit, den Ausfluss schneller nach unten weiter an die unten drunter liegenden Saugeinlagen. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ein sogenannter Velourstoff oben an der Haut liegt. Der kann aus Baumwolle oder Bambus, Viskose oder auch einer Kunstfaser oder Mischgewebe bestehen. Das ist dieser Velour, der ist sehr samtig, sehr weich. Und manche kennen ihn auch unter dem Ausdruck Niki. Und der hat wiederum den Vorteil, dass sich dieses Nässegefühl oft gar nicht so einstellt. Also es fühlt sich einfach anders an der Haut an. So, es gibt die Stoffbinden in der mittleren Stärke und auch bei den ganz starken Stoffbinden gibt es jetzt mit unterschiedlichen Rückseiten. Da hätten wir einmal nochmal hier so ein Mikrofaservlies. Das hat ja den Vorteil, dass dann die Wäsche, hier die Stoffbinde nicht so sehr an der Wäsche rutscht. Ist auch ein bisschen Nässe schutzgebend, trotzdem atmungsaktiv. Das andere, worauf viele sehr, sehr gerne zurückgreifen, weil es wirklich wasserdicht ist, dann auch, das ist ein Pullstoff. Ein Pullstoff ist in den allermeisten Fällen ein Polyesterstoff, der auf einer Seite mit Polyurethan beschichtet ist, mit einer hauchdünnen Membran. Diese Membran ist atmungsaktiv, so dass du also jetzt hier nicht total zugeklebt bist, sozusagen. Aber es ist halt trotzdem eine Kunstfaser, die sich dann am Körper befindet. Aber für viele Frauen ist das ganz angenehm, weil sie sich sagen, okay, ich bin mir ganz sicher, dass nichts an die Oberbekleidung dann halt durchkommt. Dann hatten wir aber auch Stoffbinden, die komplett aus Baumwolle bestehen. Die sind dann maximal atmungsaktiv. Wenn du so etwas hast, dann hast du wirklich ein Naturprodukt aus 100% Naturfaser, und musst dann halt nur darauf achten, dass du rechtzeitig wechselst. Aber es ist wirklich in vielen Fällen so, dass du dieses Gefühl, ich habe noch einen Nässeschutz da, mir kann nichts passieren, dass das den Frauen extrem wichtig ist und dass sie es deswegen vorziehen, hinten einen Nässeschutz zu haben. Dieser Nässeschutz kann auch versteckt eingearbeitet sein. Das hier sind zum Beispiel die Stoffbinden von Imse Wimse. Und die sehen jetzt erstmal so aus, als seien sie aus 100% Baumwolle, sind sie aber nicht. Sie haben auf der Unterseite einen verdeckt eingenähten Nässeschutz. Der liegt jetzt also hier unten drunter. Und da kannst du dann sehen, dass hier zum Beispiel die Nähte abgesteppt sind. Und das ist also die Seite, die an die Haut kommt. Und das liegt dann
zur Seite von der Unterwäsche. Geschlossen werden die meisten Stoffbinden ja mit Druckknöpfen, entweder aus Kunststoff oder aber aus Metall. Die werden dann ja so in die Unterwäsche eingelegt, dass sie dann unter dem sogenannten Zwickel dann geschlossen werden. Es gibt aber auch Stoffbinden, die gar keinen Verschluss haben. Die liegen einfach nur lose in der Wäsche auf. Bei diesen Stoffbinden, die eben gar keine Flügel haben, die gar nicht befestigt werden, musst du aber extrem gut aufpassen, wenn du zur Toilette gehst, dass du nicht aus Versehen deine Unterwäsche so runterziehst, dass die Binde dann schwupps in der Kloschüssel landet. Wenn du unterwegs bist, dann kannst du gut eine kleine Nasstasche mitnehmen, einen sogenannten Wetbag. Da hast du dann deine saubere Binde mit dabei. Die kannst du dann rausholen und nutzen. Und die schmutzige Binde kommt in diese Nasstasche hinein. Kleiner Tipp, klapp die langen Seiten nach innen und danach klappst du die kurzen Seiten nach innen und kannst hier ein kleines Päckchen machen. Und die Stoffbinde kann jetzt hier sehr praktisch und nicht verschmutzend in deine Bettbag hinein und du kannst sie dann zu Hause in die Waschmaschine geben. Ich empfehle auch immer ein Wäschenetz zu benutzen, und zwar eins, das groß genug ist, sodass die Stoffbinden dann gut durchgespült werden. Da gibst du dann die verschmutzten Stoffbinden hinein, Wäschenetz schließen, ab in die Waschmaschine. Die Stoffbinden in der mittleren Stärke oder auch die sogenannten Tagbinden, die eignen sich jetzt wirklich für den Tag eben schon ganz gut, weil du da relativ schnell auch wechseln kannst, wenn du das Gefühl hast, die Blutung ist jetzt einfach zu stark, es ist jetzt einfach zu viel gekommen. Sie sind meistens auch nicht so ganz lang, das wird ja dann oft nicht benötigt. In der Nacht ist es oft so, dass du was Längeres brauchst, weil es sich vielleicht nach hinten oder nach vorne dann zu sehr ausbreitet. Außerdem eignen sie sich auch ganz gut bei einer leichten bis mittleren Blasenschwäche. Das heißt, wenn du immer wieder Urin verlierst, sei es aus welchen Gründen auch immer, dann kannst du auch diese Stoffbinden verwenden. Wenn es etwas stärkere, eine stärkere Blasenschwäche ist, dann brauchst du vielleicht wirklich einen Nässeschutz aus Pull, damit dann die Oberbekleidung auch nicht nass wird.